Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ja, Metal Gear Solid, scheiße, wann habe ich das letzte Mal gespielt? Als ich das erste Mal, es war eine Zeitenaufnahme, wann war das, vor ein paar Monaten oder so, ist echt schlimm. Jetzt habe ich ja einen neuen Upload-Plan, jetzt kommt da Metal Gear Solid auch zweimal in der Woche, jetzt wird das auch mehr aufgenommen. Aber falls ich jetzt gerade das Spiel nicht mehr so gut spielen kann, verzeiht es mir, weil ich habe gerade echt keine Ahnung mehr, wie das Ganze hier ablief. Das letzte Mal haben wir ein paar Hintergrundinformationen uns angehört und ja, haben wahrscheinlich die wenigsten gesehen, nehme ich mal an, weil es für die meisten nicht so interessant ist. Ich fand es recht interessant, vielleicht der ein oder andere von euch auch. Heute hingegen gucken wir aber mal in die Missionchen rein. Mission. Please select a mission. I've taken the job offers Diamond Dogs has received and made a list of those I want you to consider. Which ones you accept is your call. The objectives of the missions I've added are prisoner rescue, facility sabotage, and high-value target elimination. Probably all a walk in the park for you, but they should help you get back on your feet. I put the mission details on a cassette tape. Refer to it if you decide to accept the mission. We'll receive GMP for completing missions, and extracting soldiers and prisoners will boost our ranks. Building up Mother Base is the first step to achieving our goal. If that means wet work, so be it. We're gonna have to get our hands dirty. I hope you rested up, because we're not stopping. Not until the pain is gone. The future of Diamond Dogs is in your hands. We're counting on you, boss. Gut, alles klar. Das heißt, wir können uns hier auch so Nebenmissionen schnappen. Finde ich ganz cool. Wir können uns jetzt hier entscheiden, der Weg des Helden. Eliminieren Sie den Kommandanten der Spetsnaz-Einsatztruppe, die im Geheimen an der Operation der verbrannten Erde in Afghanistan teilnimmt. Das Ziel hat mit seiner Aufklärungseinheit das Dorf Shago oder Shago besetzt und ist auf einen Angriff vorbereitet. Oder aber Informationskontrolle. Zerstören Sie die Kommunikationsanlagen der Sowjets, um zu verhindern, dass Verstärkung zu den Außenposten geschickt wird. Oder über den Zaun. Holen Sie den Ingenieur raus, der aus seinem sowjetischen Basislager überlaufen wollte und nun in der WAK-Sind-Kaserne festgehalten wird. Das da klingt ganz gut, damit die Außenposten keine Verstärkung kriegen. Ich glaube, das machen wir mal. Mission accepted. Ich habe mir die Informationskassetten noch anhören können, ne? Kann ich das noch? Ja, kann ich noch. Boss, information warfare is more than just intel gathering. It also means disrupting enemy communications. Your mission is to punch a hole in the comms network between the Soviet outposts. That'll cut off their means to call in reinforcements. Technically, we were given this mission by a Western-backed Arab organization supporting the guerrillas. But it'll also give us a leg up in the future. Take a look at the location of the Eastern Communications Post on your iDroid. Head there and destroy its comms equipment. He who controls information, controls operations. Just look at Cypher. Good luck, boss. Thanks. Ich denke, das kriegen wir noch hin, oder? Das klingt jetzt nicht so nach einer schweren Mission. Ja, flieg mal dahin. Niedrige Gefahr, das klingt ganz gut. Aha, jetzt können wir uns hier ausrüsten. Ausrüstung. Hauptwaffen. Was haben wir denn so? Haben wir hier, ja, nicht gerade viel Auswahl. Das ist das Schlechte, also nehmen wir natürlich das mit. Die zweite kann ich, wobei, da oben kann ich noch durchwechseln. Nee, hab nichts dabei. Hier könnte ich auch noch was anderes haben, aber habe ich momentan auch noch nichts. Nebenwaffen. Ja, doch schon die Schlafwaffe hier. Der Bionikarm. Unterstützungswaffen. Hier kann man viele Sachen haben. Haben wir nur nicht. Wir haben momentan noch gar nichts. Gegenstände. Haben wir jetzt den Karton dabei? Das ist auch was Gutes. Und die Phantomzigarre. Sehr gut. Werkzeuge. Das Übliche ist dabei. Finde ich gut. Begleiter. Ja, hier gibt es dann verschiedene Begleiter. Momentan haben wir aber nur das D-Horse. Leider. Ausrüstung momentan auch nur normal. Aber okay. Fahrzeug. Ja. Haben wir keine. Charakter.
Da kann man auch verschiedene Charaktere wählen. Momentan haben wir einfach Snake. Aber Snake ist ja cool, von dem her passt schon. Und jetzt Mission Start. Aktuelle Zeit, morgen oder Abend. Puh. Wir nehmen mal den Morgen. Geh mal morgen da rein. Mal gucken, ob das eine gute Wahl war. Wir könnten uns auch bei Abend einschleichen. Kann Vor- und Nachteile sein. Ich denke mal, vielleicht sind am Tag weniger Wachen als in der Nacht. Ich hoffe jetzt mal, dass es so ist. Ich weiß es natürlich nicht. Schöne Tipps brauche ich aber gerade nicht. Aber eigentlich brauche ich sie, glaube ich, schon. Egal. Episode 4. Informationskontrolle. Boss, you need to disable the Soviets' reinforcement system by putting a hole in their base-to-base comms network. Head for the Eastern Communications Post and destroy its comms equipment. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Alles klar, krieg mal hin. Wie ging das denn schon wieder? Ah, sehr gut. Okay, dann flieg uns mal zum Ziel. Ah, wir sind ja schon da. Und da wartet auch unser D-Horse. Na dann, runter. Alles klar, wir kriegen das hin, kein Problem. So, wir brauchen jetzt erstmal eine geeignete Stelle, damit wir das Ganze ein bisschen überwachen können. Wie kann man denn schon wieder... Nee, das war's nicht. Das war's auch nicht. Kreis? Nee. Nee. Ah, Quadrat war's. Hehe, rausgefunden. Muss natürlich ein bisschen schneller vonstatten gehen. Wir haben auch nicht den ganzen Tag Zeit. Da kommt wer. Haben uns aber nicht gesehen, ist alles gut. Ah, ich glaube, wir sind hier wieder, wo wir das letzte Mal geflohen sind, ne? Okay, das Lager ist irgendwo da unten. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie da hinkommen. Ich versuch's mal über diesen Pfad hier. Weiß aber nicht, ob der uns ans Ziel bringen wird. Momentan scheint es eher in die falsche Richtung zu gehen. Snake, wir sollten irgendwann mal rechts abbiegen. Das wäre schön. Wir entfernen uns, Snake. Was höre ich denn da eigentlich? Den Truck? Wir sind dem Truck gefolgt. Auch gut. Nee, warte mal. Hier können wir lang, ne? Ah, das scheint der richtige Weg zu sein. Zumindest kommen wir dem Ziel wieder ein Schrittchen näher. Okay, irgendwann. Ah ja, das sieht gut aus. Da unten sind auch schon Leute. Aber die sind mir gerade egal. Ich versuche nämlich hier oben weiterzukommen, damit die uns nicht entdecken. Eigentlich sollte man das schon gut sehen, wenn da so ein Gestörter mit seinem Pferd durch die Berge reitet. Aber die sind ja blöd. Das schafft er nicht. Okay, ein paar Schafe. Hey Boss. Boss. Okay. You see many animals in the field? Ja. Sie können Wildtiere direkt fangen, indem sie im Fall von kleinen bis mittelgroßen Tieren mit der Betäubungspistole ruhig stellen. Okay. Okay. Truth is, an environmental NGO has asked us to remove wild animals from combat zones. If you have the time, can you extract some back here? There's a reward in it for us. Wir können Tiere retten. Aber die können wir vielleicht gebrauchen. Whee! Mach's gut. Armes Tier. Und tschüss. Ja, jetzt haben wir das Tier abgeholt. Ja. Oh. Ist der auch schlafen? Ne, der ist wahrscheinlich tot, oder? Den nehmen wir nicht mit. Aber das könnte vielleicht so eine Nahrungsquelle sein oder so. Ich weiß es nicht. Hat sich das Tier jetzt nur tot gestellt oder ist es tot? Haben wir das über...
Sind die da darüber geritten? Oder was haben wir getan? Warum liegt das da? Östlicher Kommunikationspost. Ganz ruhig. Wir sind da. You made it. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Jo, werde ich machen. Da ist schon ein Typ. Sehr gut markiert. Wir brauchen eine bessere Sicht auf das Ganze. Vielleicht von hier oben, damit uns der Typ nicht sieht. Oder direkt von da. Das war die falsche Taste. Da ist noch ein Typ. Okay, wo ist das Kommunikationszeugs? That antenna is one of the targets. There should be more. Keep looking. Okay, ich guck mich noch um. Da haben wir ein Mörserchen, da haben wir auch noch eine Waffe. Die visiert aber nicht an. Ja, vielleicht da unten, ne? Ja, das wahrscheinlich kaum. Was zählt denn hier noch zur Kommunikation? Ah, vielleicht der Truck. Vielleicht gibt es ja darin irgendwas, aber anscheinend nicht. Der Typ kommt. Dürfte mich eigentlich nicht sehen, ne? Ich geh mal ein bisschen weg. Ne, er dreht sich wieder um. Sehr gut. Ich habe gesehen, da hinten gibt es ja auch noch was, ne? Da sind zwei, ne? Aufgepasst, aufgepasst. Da hinten sind auch nochmal zwei. Es sind ja mehr, als ich gedacht habe. Gibt es denn da hinten noch was? Informationen. The Soviet soldier. A lot of them came from Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. Simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Morbid cynicism, but it gets results. That's humanity for you. Boah, ich weiß nicht, was wir hier noch brauchen, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche mal da oben durchzugehen. Okay, das könnte natürlich auch was sein. Nee. Ah, guck, das sieht doch richtig aus. Komm, das muss für die Kommunikation hier gut sein. Ich meine, guck dir das Ding an. Jetzt kommt da ein Truck. Ach mein Gott, da sind noch mehr von denen. Scheiße. Es wird nicht leicht, es wird nicht leicht. Also das hier muss doch dafür gedacht sein. Aber er visiert halt nicht an. Ich weiß es halt nicht mit Sicherheit. Ich denke mal, wir versuchen einfach mal die Leute auszuschalten. Und dann gucken wir weiter. Treffe ich den von hier? Ich habe ihn erwischt. Der sollte erstmal schlafen gehen. Okay, es kann natürlich bedeuten, dass die anderen mich da entdecken. Das war ein bisschen offensichtlich. Boah, das sind so viele. Das wird nicht einfach. Das wird gar nicht einfach. Der Truck muss auf jeden Fall weg. Der muss weg. Der muss weg. Sonst kommen die zu schnell wieder. Das ist auch nichts. Ah, die zwei da, die sind irgendwie auch auf Patrouille. Die sollen verschwinden. Vielleicht kann ich ja den anderen Typen rausholen. Der müsste ja jetzt seelenruhig pennen, ne? Ja. Ja, könnte klappen, könnte klappen. Ich glaube, es guckt niemand. Gut, nehmen wir mit. Komm, komm, komm. Schneller, Snake, schneller.
verstecken wir den erstmal hinter den Felsen hier. Da wird er nicht so schnell entdeckt. Hoffe ich zumindest. Oder, wisst ihr was? Nehmen wir ihn doch einfach mit. Ich weiß nicht, wie viel Aufmerksamkeit das jetzt auf uns zieht. Ich hoffe nicht allzu viel. Sollte aber theoretisch natürlich schon. Apollo, cool, Trophäe. Ich habe ihn rausgeholt, ja. Können wir vielleicht ganz gut gebrauchen. Wie viele haben wir denn? Wo kann ich denn nochmal... Nein. Wo war denn das? Nein. Nein, das war auch nicht. Scheiße, wo war das? Nein, das war Schlagen. Granate? Ah, hier vielleicht. Hier. Oder? Aber wir haben natürlich noch einen Karton. Den können wir auch gut gebrauchen. Ich weiß es. Ich weiß nicht, wo ich sehe, wie viele Fallschirme wir noch haben. Aber den Karton, den benutzen wir jetzt mal. Ja, hier oben ein Karton auf dem Felsen. Der ist nicht offensichtlich. Da steckt niemand. Surprise, motherfucker! Ups, das war ich nicht, das war ich nicht. Das war blöd. Nein, das war blöd. Das wusste ich nicht, dass das geht. Ich hatte noch keine Ahnung, wie man mit diesem Karton umgeht. Habe ich noch einen? Ja. Komm, nimm. Hui, nächster Karton. Wir sind unsichtbar. Früher konnte man ja... Scheiße, das wollte ich nicht. Mann! Jetzt haben wir nur noch zwei. Sollte aufhören mit dem Kack. Okay, das kann ich wenigstens. Ich bin nur ein Karton. Nur ein Karton. Oh, die anderen zwei gehen langsam. Das ist sehr gut. Da kommt niemand, oder? Nee. Ah, Sandsturm. Das ist noch besser. Unsere Möglichkeit. Oh, ich will nicht die Granate schießen. Ich würde gerne schießen. So, Sandstorms come in. Sandstorms effectively make you blind and deaf. But that goes for the enemy too. Use the situation to your advantage. Der Karton ist einfach wieder auf mich draufgefallen. Das finde ich super. Boah, scheiße. Those materials have already been processed. Hätte nicht gedacht, dass der mich jetzt sieht. Aber das spielt keine Rolle, denn wir haben ihn. Aber wir haben ja immer noch keinen Dolmetscher, ne? Also komm, lahmlegen. Diesen Sandsturm bringt uns natürlich nicht gerade viel. Wir müssen weg mit ihm. Weil hier können wir ihn schlecht per Fultender Abholungssystem, dann können wir ihn nicht rausholen. Das ist zu gefährlich. So, der Sandsturm ist natürlich perfekt für uns. Der andere hat gar nicht gecheckt, dass hier irgendwas passiert ist. Ich möchte aber gerne wieder das hier auswählen. Genau. Der Sandsturm ist um. Ich will nochmal den Karton. Kann ich denn jetzt... Ja, das wollte ich nämlich vorhin. Aber ich hatte die Granate ausgewählt. Das war das Problem. Ich bin nur ein Karton. Ich bin nur ein Karton. Und Kartons sind nicht verdächtig, mein Freund. Auch nicht, wenn sie einfach so in der Wildnis rumstehen. Ist alles normal. Geh weiter deines Weges. Scheiße. Problem, verstehe nicht, was die da sagen. Ja, beobachte den Karton. Tja, das Ding ist, was passiert, wenn ich mich jetzt einfach nicht bewege? Wird der... Nee, er dreht sich jetzt weg. Okay. Dann findet er es nicht mehr verdächtig. Finde ich gut. So, wir versuchen natürlich den da zu erwischen.
Wobei der da kommt, ne? Der kommt näher. Ne, den lassen wir mal umherziehen. Wir versuchen uns den hier zu schnappen. Das müsste nämlich klappen. Da dürfte nicht allzu viel schief gehen. Sobald er an uns vorbeigelaufen ist. Er sieht mich nicht. Sehr gut. Ja, ja, wo kam denn das? Ich habe so ein leichtes Stechen gespürt, aber ich weiß nicht woher. Ich glaube, es wird schlechtes Wetter. Ja, ja, ja. Okay, dann gehe ich halt mal weiter. Ja, ja, geh du nur weiter. Irgendwann müsste er ja einpennen. Hoffentlich. Der kann aber ziemlich weit noch gehen. Komm schon, penn doch ein, Mann. Das müsste doch klappen. Ja, ja, hier ist nichts. Zumindest sehe ich nichts. Jetzt hätte ich ihn auch so schnappen können. Der blöde Typ pennt sich ein, Mann. Penn ein. Ho! Was hat mich denn jetzt getroffen, hä? War das eine Mücke? Aber ich sehe gar keine Mücke. Seltsam, seltsam. Ist doch gar nicht die Jahreszeit für Mücken. Ich schnapp ihn mir gleich so, Mann. Der Typ hätte ich ein. Vielleicht bin ich einfach zu weit weg. Das kann auch sein. Hui! Oh, das war blöd. Das war ganz schön blöd. Das war blöd. Jetzt kriegen sie mich. Oh, jetzt ist er eingepennt. Das hat aber echt lange gedauert. Scheiße, der andere kommt. Der andere kommt. Der wird uns jetzt kontrollieren. Ich versuche ihn gleich niederzuknüppeln. Ich hoffe, das klappt. Was? Der schießt auf. Der schießt auf uns. Willst du mich verarschen? Warum schießt denn der auf mich? Steh auf, Snake. Du musst rennen. Renn. Kacke, kacke, kacke. Wir brauchen eine andere Waffe. Hier, so. Warum muss der auch direkt auf mich schießen, ey? Ja, und da kommt der Truck. Willst du mich verarschen? Oh, scheiße. Das lief gar nicht gut. Treff den Arsch nicht. Das war gut, das war sehr gut. Okay, der ist tot. Boah, die schießen aber scharf hier. Der andere pennt sehen, wo ich weiter da. Da müssen wir das Ganze halt so lösen, Jungs. Wenn ihr das so haben wollt, wie kann ich nochmal nachladen? Ah ja, sehr gut. Entschuldigung, aber es muss sein. Ich kann euch nicht leben lassen. Nachladen. Wow, ist denn jetzt in die Luft geflogen? Den habe ich eigentlich voll in den Kopf getroffen. Ist aber nicht tot. Sorry. So, haben wir damit alle? Nee, von wegen. Da ist noch einer. So. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Wir müssen das hier aber schnellstmöglich erledigen, bevor Verstärkung kommt. Na guck, das sieht doch gut aus. Wir destroy that, but turn it off to shut off all the lights and surveillance cameras in the outpost. Alles klar. Of course, the enemy will realize something's up. If you're gonna do it, be quick. Okay, jetzt müssen wir irgendwie da hoch. Wahrscheinlich hier? Ja, das klappt. So. Explosives should take care of them well enough. Sprengstoff.
Okay, habe ich den Sprengstoff dabei? Das ist die Frage. Handgranate. Nebenwaffen. Habe ich dabei? Ich glaube nicht. Ich habe keinen Sprengstoff, Mann. Kann ich auch einfach drauf schießen? Warte mal, da ist was entzündlich. Wartet mal. Wir müssen uns ja nicht mehr verstecken. Oh, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Okay, wisst ihr was? Dann schießen wir halt einfach drauf da. Das sieht entzündlich aus. Ja, vielleicht auch eine Granate drauf schießen. Machen wir mal. Da oben musst du hin. So. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe keine Ahnung. Okay, so klappt's auch. Das war die erste. Ui. Was sind denn die restlichen? Sind die auch hier? Zählt jetzt das hier auch? Ah, da oben. Guck mal. Aber zählt das hier jetzt auch als Antenne oder nicht? Ah, ne, da oben ist noch eine. Okay, jetzt sehe ich's. Alles klar, ich bin schon auf dem Weg. Wie kann ich denn schon wieder als Snake rennen? Nein. Nein, ich weiß es nicht. Okay, hier haben wir auch noch Sachen, die nehmen wir mit. Vor allem den Rohdiamanten. Achso, ja. Naja, ich hab's schon begriffen hier. Sehr schön. Oh, aua. Jo, ich bin dabei. Da ist auch schon der letzte. Das müssen wir auch noch hinkriegen. Nehme ich gerne mit. So, letzte hier. Bitteschön. So, das war's. Okay, raus aus der Gefahrenzone. Weißt du was, wir holen den anderen Typen da noch. So, aber wie kann ich schon wieder rennen? Das will ich jetzt herausfinden. Nee, sowas, sowas auch nicht. Wie war denn das, Mann? Ah, natürlich. R3. L3 in dem Fall. Okay, wir haben noch 10, ne? Ja, komm, dann komm mit. Du hast die Ehre, mitzudürfen. Guten Flug, ne? Wir sehen uns dann in der Motherbase. Tschüss. So, wo ist mein D-Horse? Ah, der da ist auch noch betäubt. Den können wir jetzt auch noch mitnehmen. Ja, weißt du, dann haben wir ein paar Leute. Also komm. Die anderen sind ja alle tot. Die können wir nicht gebrauchen. Gut. D-Horse, wo bist du? Wir könnten uns auch den Truck schnappen. Ich schnapp mir den Truck. He's coming too. Roger that. Jupp, der kommt auch mit. So, jetzt schnappen wir uns den Truck. Hauen ab aus der Gefahren. Warte mal. Raus. Man kann? Ich meine, da steht 0%, aber ich möchte es gerne ausprobieren. Ja. Aber würde das funktionieren? Also, wenn man irgendwie größere hätte oder so? Geht das? Fände ich ein bisschen crazy, so einen Truck abzutransportieren. Aber okay, warum nicht? So, Snake, nur noch aus der Gefahrenzone raus. Dann haben wir die Mission erfüllt. Aber wisst ihr was? So leid es mir tut. Aus der Gefahrenzone verschwinden wir erst in der nächsten Folge von Metal Gear Solid. Ich hoffe, ihr begleitet mich dann auch wieder. Wobei, eigentlich soll ich ein bisschen von der Straße weg. Ne, wenn die mich sehen, weißt du, dann werde ich direkt gekillt hier. Weil man kann nicht richtig... Ja doch, eigentlich schon. Hier, komm. Jetzt bin ich mit dem Truck auch noch umgekippt zum Schluss der Folge. Ist auch super. Naja, das nächste Mal fliehen wir aus der Gefahrenzone und kümmern uns natürlich um die nächste Mission. Die hier war so, naja, es hat zur Hälfte geklappt und zur Hälfte nicht, aber geschafft haben wir sie. Und das ist ja die Hauptsache. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.